Freunde, wir sind zurück. Sperrwerfen der Herren liegt an. Wir sind bereits bei Tag 3. Haben uns beim Sperrwerfen in der Qualifikation ziemlich nach vorne hinterher gehauen, mit knapp 77 Meter. Und der Trich hat gezeigt, was er drauf hat. Mit seinen 77 Meter, irgendwas, war er ziemlich voran. Beim Gewichtheben haben wir uns wieder voll auf die Fresse gehauen. Da gab es natürlich nur. Da gab es eigentlich gar nichts, ehrlich gesagt. Wir würden mal gucken. Ich habe jetzt mit meinen Jungs hier gesprochen, habe sie aufgebaut und gesagt: Jungs, das schafft ihr. Und wenn ihr bloß eine Bronzemedaille holt für Deutschland, scheiß drauf, Hauptsache ich habe eine Medaille. Und vor allem mein Trainerposten ist auch schon ganz schön am Wackeln. Also ich würde mal sagen, fangen wir an, oder? Leute, wie besprochen, ja? Genau, Trainer, wie besprochen. Okay. Concentration, please. Sprinting towards the line. Boah, schön. Jawohl, und gemacht, Hans, die nach vorne. Wow, geil. Boah. 77 Meter. Richard Lierenbein markiert hier seine Bestmarke, vermute ich mal. Er kann es gar nicht richtig glauben. Das ist der Wahnsinn. Der erste Wurf, boah, mit 22 Meter Abstand. Leute, ich bin ganz schön gebaffe. Ich glaube, das hat was gebracht, mit Richard hier zu sprechen. Komm, Richard. 77,7 Meter, das ist ziemlich stark für den ersten Anfang. Ich muss sagen, mal gucken, ob er seine Leistung steigern kann. When justice is back. Boah, wird das so ein starker Wurf, sehe ich gerade. Oh, das wird bestimmt so gut. Nein, nicht ganz so knapp, aber ey, auch eine Top-Marke mit 60,63 Meter. Deutschland markiert hier der Welt, wie es richtig geht. Wie ihr seht, ziemlich weit hier vorne sind wir. Ich muss mich runterdrehen, hier ist natürlich ein Kölnfeld damit. Markiert er jetzt noch seinen Weltrekord? Oh, der wird nicht so gut, sage ich jetzt schon, Leute. Nein, der wird nicht so gut. Ich glaube nicht so. Nee, Leute, gar nicht. Ja, das kann man vergessen. 47,38 Meter, das ist. Ja, da freut sich natürlich. Wenigstens hier besser als gar nichts. Aber hey, ich glaube, das kann er noch viel, viel besser. Also, wie ihr seht, Goldmedaille ist wahrscheinlich wieder drin. Konzentrier dich bitte. Boah, das wird nicht so gut, ich weiß nicht. Jawohl, komm! Oh! Verdammt, das war ganz schön knapp. Ich dachte jetzt eigentlich, dass er die 77 Meter jetzt noch treffen wird. Aber Leute, 77 Meter. Boah, was für eine Ansage von Deutschland hier. USA weit dahinter. Obwohl die echt ziemlich stark sind eigentlich so immer in den letzten Olympischen Spielen, so in den letzten Jahren. Haben wir hier eine neue deutsche Hoffnung? Ah, die klappt aber nicht so gut, Leute. Jawohl, komm! Nein! Egal, auch über die 60 Meter. Jawohl, 65 Meter. Ey, ich bin gerade ein bisschen baff heute. Das läuft ja ganz schön gut für Deutschland. Also ich würde sagen, wir sind. Ja, das haben wir sicher 71 Meter Vorsprung. Komm, das schaffst du. Go! Goal for Germany. Germany. Oh nein, ich weiß nicht. Jawohl, komm! Ah, das ist hingefallen noch. Meine Stimme heute. Ah, egal. Leute, egal. Das ist das! Oh, Gold! Gold für Deutschland. Richard kann es gar nicht richtig fassen. Er hat es mit seinen 5 Würfen einfach. Er hat der Welt gesagt: Jungs und Mädels, ich bin auch noch da. Wahnsinn, was für ein. Boah. Ich würde sagen, Leute, Gold for Germany. Das ist natürlich gut, ey. Wahnsinn. Gut, im Sperrwerfen, aber schon immer gut. Sky und Rechnung. Halt's Maul. Das seht ihr. Er ist mit Herz und Seele bei Deutschland. Jawoll! Da muss ich auch als Trainer applaudieren. Ich bin ziemlich beeindruckt, was hier Richard auf die Beine gestellt hat. Er hat der Welt gezeigt, Achtung, hier kommt eine neue Sperrwurf-Hoffnung. Er hat sich direkt Goldmedaille geholt. Ich würde mal sagen, das ist ziemlich gut. Im Medaillenspiegel sieht es folgend aus: 2 Gold, eine mit 3. Wir sind Platz 2! Leute, das ist doch richtig gut. Ey, Deutschland, ihr kriegt heute frei. Nein, ernsthaft mal.
Ja, gucken, wollen wir gucken, wie viele Medaillen wir haben? 2 Gold, 2 Bronze, 7 Punkte. China ziemlich stark, hä? Bin ich erstaunt. Okay, was machen wir denn jetzt mal? Oh, da bin ich eher so dermaßen schlecht. Oh Gott, ich habe das noch nie gespielt. Was haben wir denn? Kugel? So, Disco-Surfen und Kajak? Ich hab das noch nie gespielt, hä? Also. Puh. Oh, ich weiß, ich hatte. Freunde, Qualifikation, Diskuswerfen der Herren. Wir sind bereits bei Tag 4. Deutschland befindet sich auf dem 2. Platz. Ziemlich erstaunt, aber ich gucke, ich würde jetzt mal sagen, Nino Betze haut hier jetzt wieder. Oh, Scheiße, die Tour vergessen. Scheiße! Okay, das gibt wieder. Oh nein. Lass es los, wenn du dreimal Schwung geholt hast. Okay. Und 1 und. Und jetzt, was ich jetzt machen? Ich kann das nicht, ey. Oh Gott, ich bin nicht mal der Schlechteste, ehrlich gesagt. Also, komm Nino, jetzt machst du jetzt. Und komm! Nein, was machst du? Was machst du denn, Mann? Oh Gott. Ja, komm, zeig, was du kannst. So wie mit dem Training, Mann. Hast doch alles nach vorne gehauen. Ich sag gar nichts, ey. Ah, das war eigentlich ein Fail-Wurf. Jetzt komm, Mann! Komm! Das ist ein Witz. Also, dich nehme ich nicht mehr mit das nächste Mal. Es geht ja voll nach hinten los, ey. 4 ungültige Würfe! Boah, Nino! Und du wolltest dich auch noch gefreuen! Oh. Bist du dumm oder was? Das ist doch nicht schwer, Mann! Ah, oh, nee, komm. Jetzt mach wenigstens noch den Ehrenwurf hier. Oh Gott. Das ist ein Witz. Also, ich bin gerade ganz schön. Ja, wie soll ich sagen? Das geht so nicht, ey. Das gibt eine Krisensitzung, Mann. Das kann nicht sein. 8. Platz, nicht mal ein gültiger Wurf. Nino, was ist los mit dir? Entschuldigung, Trainer, ich habe nicht wüsste, wie das geht. So, Freunde, willkommen bei Kajak der Herren. Qualifikation. Ey, grafisch finde ich das gerade ziemlich cool. Habt ihr das nie gesehen? Boah, das ist ziemlich geil gemacht. Der Kurs ist ziemlich schwer. Deutschland hat im letzten Disziplin ziemlich abgekackt, kann man sagen. 8. Platz, nicht ein gültiger Wurf. Nino haben wir bereits nach Hause. Der geschickte Strafe, ich muss daheim laufen. Okay, mal gucken, was das Ulrich hier, Stoppburger, schaffen kann. Möchtest du Einführung? Nein, ich würde es gerne mal anschauen. Da drückt natürlich die Daumen hier in Deutschland. Mal gucken, was er jetzt macht. Yay. Okay. Ja, probiere ich doch. Achso, okay. Boah, das ist ziemlich schwer. Oh mein Gott, das ist ziemlich schwer, weil ich voll am Rudern bin. Achtung! Ei, das war knapp, gut gemacht, Kollege. Das war vielleicht ziemlich gut für uns. Au! Ich muss gleich hier runter. Komm. Oh Gott. Was machst du denn? Also ich bin gar nicht mehr hier, wo ich hin muss. Das kann er gar nicht glauben, ich bin gerade ein bisschen baff, ja. Ach, muss ich immer hier durch? Das gibt der Dümmste auf. Okay, jetzt kam ich langsam mit hier, was hier abgeht. Ui, da geht er natürlich ganz unter. Gucken aber. Oh, jetzt hat er es gut gemacht. Gucken, was das heißt. Okay, oh Gott. Was mache ich? Das kann ich gerade nicht. Oh Gott, Leute, jetzt komm, Ulrich! Schön Anlauf und jetzt geht. Wir sind Strafen 78! Oh Gott. Oh meine Güte! Das kann er gar nicht glauben. 8. Platz, wir sind ganz schön schlecht. Oh je! Streckenzeit! Boah, das ist ja deprimierend, hey! Streckenzeit, wären wir eigentlich Platz 1?
mit den 78 Strafen. Oh nein, Leute. Heute bin ich gar nicht gut.